Nachdem wir nun alle Motive gelöst haben, geht es daran, dass wir unseren Opener letztendlich zusammenschneiden. Was ich dafür mache, ist mir mein zusammengeschnittenes Musikstück zu importieren. Das finden Sie hier unter Valkyrie 20 Sekunden. Und um schnell eine Komposition draus zu machen, ziehe ich einfach das WAV-File auf das kompositionseigene Projektfenster und After Effects legt mir dann automatisch eine Komposition an, die die richtige Länge hat. Ich kontrolliere nochmal eben, ob wir auch im richtigen Ausgabeformat sind. Nein, sind wir nicht, das ist viel zu groß. Ich arbeite natürlich weiterhin in PAL 16 zu 9 mit quadratischen Pixeln. Und sobald ich jetzt eine RAM Preview rechne, sagt er erstmal nicht kompatible Komposition und fängt an, Audio abzuspielen. Das Ganze braucht natürlich die entsprechenden Bilder. Ich gehe jetzt einfach hin und markiere meine fünf Teile und schmeiße die oben in die Komposition rein und sehe jetzt, dass ich hier verschiedene Längen habe, mit denen ich arbeite. Ich weiß natürlich ungefähr, wo ich meine Schnitte machen will. Ein guter Anhaltspunkt ist, wenn man seine Audiospur aufklappt und sich in After Effects die Wellenform anzeigen lässt. Ich mache das jetzt erstmal grob, da ich ja grundsätzlich schon weiß, wo ich meine Schnitte setzen möchte. Gehe ich mal zur Sekunde 5. Wenn ich die Tastenkombination Alt-Ä benutze, kann ich entsprechend meine Ebenen an den Stellen trimmen, wo ich sie auch tatsächlich getrimmt haben möchte. Und verteile meine Ebenen jetzt zeitlich über meine Komposition. Werde das Ganze jetzt mal abspielen. Und das passt an sich schon erschreckend gut. Ein Trick, um in After Effects auf Ton zu schneiden, ist, Sie können die Command- bzw. Steuerungstaste auf dem PC drücken. Und sobald Sie dann mit dem Mauscursor den Play-Knopf gedrückt halten, spielt After Effects entsprechend die nächsten paar Samples des Musikstückes an. Mit gedrückter Apfeltaste bzw. Control-Taste auf dem PC können Sie entsprechend auch durch die Bilder scrubben und Ton dazu hören. Das hier setzen wir beispielsweise noch ein bisschen zu spät an. Und dieser Schnitt hier, da ist mir die letzte Einstellung wichtiger als die davor, weil das ja im Grunde nur ein kleiner Establishing-Shot ist. Dementsprechend gehe ich an den Anfang meiner Ebene Opener Teil 5. Das kann ich machen, indem ich einfach die I-Taste drücke, beziehungsweise die O-Taste für das Ende. Wenn ich die I-Taste drücke, den Opener Teil 4 aussuche und dann mit der Tastenkombination Alt-Ä meine obere Ebene trimme, habe ich so meinen Schnitt gemacht. Und was ich hier natürlich noch möchte, ist eine Überblendung, da ich finde, die Bewegungen gegenläufig sind und sich ganz schön ergänzen. Daher verwende ich hier einen ähnlichen Trick. Ich drücke die Taste I, um an den Anfang meiner Ebene zu gehen, gehe auf die obere Ebene, drücke die Taste T, um die Transparenz bzw. Deckkraft der Ebene anzeigen zu lassen, setze hier einen Keyframe. Und drücke dann die Taste O, um an meiner oberen Ebene ans absolute Ende zu springen. Und ziehe den Wert runter auf 0. Überprüfen wir das nochmal. Okay, der Schnitt hier gefällt mir noch nicht so ganz. Den werde ich ein wenig früher ansetzen. Oh, falsche Taste gedrückt. Und entsprechend, um eine Ebene nach vorne zu ziehen und den Endpoint neu zu setzen, kann ich auch einfach Ö drücken, dann wird die Ebene dahin verschoben. Und hier drücke ich die Taste I, um wieder zum Anfang meiner Ebene zu springen und wähle die obere Ebene auf und über Alt-Ä verlängere ich sie.
Super, genau so wollte ich sagen. Damit haben wir jetzt den Grundstock unseres Openers fertig geschnitten. Aber wie wir sehen, das Ganze sieht ein wenig leer aus und die bombastische Musik zieht nicht so ganz, wenn es nur einfach Bilder sind, die sich langsam bewegen. Dementsprechend müssen wir jetzt an den Feinschliff unserer einzelnen Szenen gehen.